Herzlich willkommen zum Berlinale Kongress von ProQuote Film. Wir haben heute schon mit richtig, richtig viel Energie gestartet, und zwar mit den Workshops. Wir sind hier ausgestattet für den intersektionalen Feminismus, um diesen auch in die träge deutsche Filmlandschaft endlich weiterzutragen. Deswegen, wir freuen uns total! Wir hoffen jetzt mit euch auf einen interessanten Tag voller Wissen, Empowerment und Vernetzung. Wir möchten noch mal daran erinnern, die Quote ist das einzige wirksame Mittel, um nachhaltig wirklich Gendergerechtigkeit und Diversität in unserer Filmbranche zu erreichen. Und bis die Quote kommt, müssen wir leider damit lernen, umzugehen. Man konnte eben Fragen stellen, man konnte sich auch jetzt austauschen miteinander. Wie man reagieren kann, gut und schnell auf Diskriminierung. Dass man sich halt Allies sucht für Situationen, wo man nicht, auf jeden Fall nicht alleine bewältigen muss. Wir haben auch interessante Klauseln direkt gesehen und Beispiele dafür, das heißt, wie genau man eigentlich einen Vertrag auch sich anschauen muss. Für mich in der Position als Mutter, wie ich trotzdem das vereinen kann, dass ich die Jobs machen kann, die ich möchte. Was ich besonders gut fand, ist, dass es so fachlich begleitet wurde. Es war inspirierend, kraftvoll, wunderbar, die beiden kennenzulernen, und ich hoffe, dass alle ihre Erfahrungen mitnehmen und das umsetzen. Wir freuen uns so sehr, mit euch gemeinsam 10 Jahre ProQuote Film zu feiern. Ich weiß, dass in diesen 10 Jahren viel Arbeit steckt. Es angefangen hat mit ProQuote Regie, und es freut mich, hier auch Mitstreiterinnen zu sehen, die damals den Anfang gemacht haben. Das sind die 12 Regisseurinnen von ProQuote Regie. ProQuote Regie ist von uns gegründet worden, damit wir Frauen helfen, in ihre Kraft zu kommen, um sie zu nähren und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir verneigen uns vor euch, dass ihr diesen Verein ins Laufen gebracht habt und dass wir auf euren Schultern stehen dürfen. Vielen, vielen Dank. Es geht um Gerechtigkeit. Bei der Verteilung der Produktionsmittel, beim Geschichtenerzählen vor und hinter der Kamera. In meinem Bereich jetzt sind wir, glaube ich, bei 11% an DPs. Also ich finde es halt cool, wenn es einfach zumindest 50-50 ist. Ich denke, dass es schon dazu führen würde, dass einfach viele Bereiche fairer abgedeckt werden würden. Ich würde sagen, dass wenn wir keine Quote haben, dass es dann viel zu lange dauert, bis es eine Gendergerechtigkeit gibt. Es entsteht immer so der Eindruck, als wären Frauen und alle Arten von Diversität eine kleine Randgruppe, die auch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben möchte. Aber im Grunde ist es ja genau andersrum. Macht klar und deutlich, dass ihr mit den Verhältnissen nicht einverstanden seid. Aus dem millionenschweren Förderbudget der FFA hat 2012 kein einziges Projekt einer Regisseurin Geld bekommen. Im Film sind es durchschnittlich immer noch 35% einer Entgeltlücke. Wenn die Lage insgesamt schwieriger wird, wird es für Frauen noch mal doppelt so schwer. Diese 3 Leute haben schon genau gewusst, ich habe auch meine Familie und ich möchte eigentlich gerne beides machen, und es war nicht so wirklich möglich. Es zeigt sehr, sehr deutlich, was für ein Bedarf es gibt, hier was zu tun. Ich finde es total toll, dass wir Menschen aus so verschiedenen Gewerken haben, denn diese Hindernisse, die Frauen in der Filmbranche haben oder in der Medienbranche, die sind ja alle sehr ähnlich. Ganz schlimm scheint es offenbar bei dem Gewerk der Kamera zu sein. Da ist offenbar diese Lohnlücke bei 58%. Das hört man natürlich öfter. Frauen verhandeln nicht tough genug. Zumindest wurde mir das auch schon ein paar Mal gesagt. Bloß nicht nett sein. Das ist wirklich die teuerste Falle, die man Frauen so einredet. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Frauen können sich wehren, sie können vor Gericht gehen. Das ist eine ziemlich einmalige Chance, die wir vor uns haben. Und da kann ich nur an alle appellieren: Macht Druck! Ja!
Also das muss sich einfach ändern. Ich habe so wenig mit Frauenregisseurinnen gearbeitet als Schauspielerin. Es ist so schade. Wenn die auf die Frauen verzichten, wir verlieren so viel Potenzial für die Branche. The cinema that has more of woman voices or queer voices is stronger.